Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Graveyard Keeper. Erstmal, ich bin ein Idiot. Ich hatte vergessen, dass das Spiel nur speichert, wenn man schläft. Beim letzten Mal habe ich auch die Beenden-Taste gedrückt, bevor ich fertig war mit der Moderation. Das war auch richtig, richtig dumm. Und mir sind zwei Fehler passiert. Erstens, nach dem Schlafen wird direkt ein Event getriggert. Das wusste ich nicht. Das ist jetzt leider nicht drauf. Und ich habe außerdem mit Gary schon über dieses Gerät geredet. Also er hat gesagt, ich soll das Land kaufen. Ich vermute mal, das geht jetzt in Richtung Taverne, aber lassen wir uns mal überraschen. Und ich habe ein paar Sachen anders geskillt hier. Wie ihr seht, habe ich jetzt einen Herrn, der hier das für mich macht. Und ich habe die freundlichen Zombie-Wesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, es leckt so ein bisschen. Ach, die Kleberinjektion muss ich noch aufpassen hier. Warum zur Hölle leckt das? Was ist hier los? Gerade lief doch noch alles gut. Ach ja, rennen geht. Ich versuche mal in diesem Spiel zu rennen. So, Inquisitor können wir noch nicht viel machen. Läuft noch durch. Ah, ich dachte, es ist schon durch. Ich muss dann gleich mit unserem lieblichen, freundlichen Händler reden. Hier fehlt noch eine Injektion. Ich packe da jetzt immer Injektion, also alle vier Injektionen, die ich habe, rein. Und ja. Kleber, Gold, Silber. Ach, da geht ja immer noch was. Und das powert die nämlich ordentlich hoch. Also gleich mal gucken, was ich noch brauche. Ich muss... Und das hier. Gold sieht gut aus. Kleber, Lauge... Kleber und Lauge fehlen. Soll ich mehr kaufen? Komm, kann auch rein. Also Kleber und Lauge. Mir wurde auch gesagt, ich soll unbedingt aufhören... Rezepte zu kaufen... Werde ich aber nicht. Ich werde es weitermachen. Nur um euch zu trollen. Ja, ich werde nach der Taverne gucken. Wir haben ein Lager jetzt, um was, das wir uns kümmern sollen. Da muss ich dann mal schauen. Ein Flüchtlingslager. Es tut mir echt leid. Eigentlich hätte ich OBS... Normalerweise lasse ich OBS bei sowas mitlaufen, falls was passiert. Was wirklich wichtig ist. Und dann könnte ich es reinschneiden, aber irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. So... Habe ich das nicht von hier gekriegt? Diese Kleberinjektion? Nee, habe ich nicht. Mehr. Wo habe ich denn diese Injektion hergeholt? Hatte ich die nicht von ihr? Elixier. Egal. Ich packe jetzt die nächste Injektion noch rein. Ich mache jetzt vielleicht noch einen Zombie und dann ist gut. Und dann werde ich mal oben diese Zombies... Ich weiß nicht, Zombies kann man im Nachhinein noch modifizieren, soweit ich weiß. Guck's mir mal an, ob das wirklich geht. Weil dann würde ich meine Arbeitszombies auf jeden Fall noch verbessern. Guck mal, da ist schon 10. Also Blut muss entfernt werden. Fett muss entfernt werden. Weil das ist ja entfernt Nummer 1 und das ist schlecht. Und der Rest bleibt eigentlich drin. Das kann drin bleiben tatsächlich. Also wir brauchen Silber, Kleber, Lauge und Gold. Machen wir es mal
mal so, weil das ist irgendwie dumm. Konnte ich die Injektion herstellen? Was machst du eigentlich hier? Ja, ich habe hier einen besseren reingesetzt. Aber brauche ich, glaube ich, mehr. Goldstaub, Ordnungslösung, Gesundheitsextrakt. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Lösung habe. Aber für eine Leiche reicht's noch. Wo genau lagert er die Sachen dann ein? Notizen. Okay, goldene Notizen, schön. Ah, er packt die, glaube ich, hier rein. Das ist schön. Schön, 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 schön. Nehme ich mal mit. Und pack's mit dir runter. Gut, mach Geschichten. Wichtiges. Wichtig, wichtig. Ist immer noch nicht fertig. Heute ist Halloween tatsächlich. Nee, geht nicht mehr, wollte ich sagen. Tisch abräumen. Von mir aus, da geht auch nicht was zu. Zombiesaft und Thema Glaube, habe ich beides. Mal sehen, was ich aus dir mache. Ich glaube, du kommst jetzt mal in eine der Minen. Und ein der aus Leute aus den Minen, Leute in Anführungszeichen, kommt jetzt auf jeden Fall als Transporteur. Transporteur. Nee, einfach Transporteur, weil dann können die machen. Transporteure ist ja egal, wie gut oder schlecht die sind, von daher sind die eigentlich geeignet. Klar, ich kann das wirklich noch maximal optimieren, aber ich finde, so finde ich die schon ganz gut. Und ich will auch nicht unnötig Arbeit reinstecken. Nicht mehr als nötig. Ich mache mir eh schon viel zu viel. In vielen Sachen. Ja, wir brauchen einen weiteren, der hier Zeug rumschleppt. Welche sind jetzt welcher? Okay, merkt ihr den Unterschied zwischen den beiden? Jetzt haben wir nämlich zwei. Wenn ich da nämlich... Weiß ja nicht, ob zwei super gute. Ich will ja halt einfach nur das Marmorzeug haben, weil das wird halt dann permanent für ihn hier gemacht. Und dann kann der nämlich endlos Kisten bauen für mich. Da muss ich bloß noch gucken, dass ich immer wieder Holz rankarre und vielleicht noch einen Nägel machen lasse. Nach und nach mal hier ein bisschen was aufräumen. Hat ich Gold schon? Snack-Äpfel. Die müssen mit. Ich
Und er macht tatsächlich hier. Sehr schön. Guter Junge. Stein muss ich vielleicht auch noch irgendwas machen, mal. Keine Ahnung. Ich habe ihn übrigens auch schon das hier machen lassen, was schon ewig lang offen ist. Darf ich hier was verlegen? Was ist denn dieser Kram? Woran mangelt es denn hier? Okay, Bretter haben wir noch, Nägel haben wir noch. Es mangelt einfach nur an Marmor. Es fehlen Eisenmeißel. Es fehlen Stöcke. Ich komme hier nie durch. Dieses typische Problem von Graveyard Keeper. Ach, ich mache jetzt sogar. Ah, jetzt muss ich aber das machen. Und jetzt muss ich das machen. Noch eine Injektion rein. Ah, okay, jetzt darf ich's. Ich glaube, den nächsten verbrenne ich dann einfach mal. Ich will halt die Leichen nicht verkommen lassen, das wäre halt auch blöd. Heute nehme ich mal frei von so ziemlich allem. Ich habe vorhin schon was vorbereitet. Ich mache heute Puddingspinnen. Das wird schön. Ich glaube, die Asche packe ich jetzt hier rein. Schon. Rezepte habe ich jetzt eigentlich alle tatsächlich schon zubereitet. Dann habe ich ja auch Äpfel. Da sind 30 drin, das heißt, ich nehme den Apfel hier mal mit. Halt, Moment. So rum. Idiot. Und er arbeitet wieder fleißig. Sehr schön. Dafür habe ich die halt. Die Zombies sind echt genial, wenn du die richtig... Ich könnte mir vorstellen, dass die Zombie-Farm vielleicht nicht verkehrt ist. Andererseits ist jetzt... Die Farm ist jetzt wirklich nicht viel Arbeit. Das ist wirklich ganz wenig Arbeitsaufwand. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt dann gleich mal, wenn der hier fertig ist. Ich das reingepackt habe. Schon die nächste. Mit dem Geist müsste ich eigentlich auch noch reden. Den verbrenne ich jetzt aber. Gute Fett. Komm, guck mal. Mal, ob eins von den Organen vielleicht gut ist. Oh, ein Superhirn. Wisst ihr, was dem Spiel noch fehlt? Vielleicht gibt es aber auch, da muss ich mal schauen. Ein Ort, wo
Zombies automatisch Holz herstellen. Also Zombie-Sägewerk, ja, gibt's, aber wirklich automatisch. Dass du einfach sagst, hier, mach das und dann holt er dir permanent immer wieder nach und nach so ein großes Stück Holz und ja. Ach, hier ist ja auch noch Goldinjektion und Zombies auf dir. Das habe ich diesmal vergessen rüberzuholen. Hilf. Ah, da ist ja schon ein Superfilm. Sehr schön. Machen wir es mal so. Das hole ich irgendwann mal. Yay! Tausch mal den rechten im Marmorbereich aus. Oder ich tausche mal den in der Mine aus. In der Mine wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich da mal einen austausche. Vielleicht hole ich mir die aus der Mine auch einfach mal so und... Könnte ich auch überlegen. Ich will mal gucken, weil eh gucken, ob man die im Nachhinein noch modifizieren kann. Aber ich glaube, das geht tatsächlich. Ich will auch einfach hier nichts mehr machen müssen in dem Bereich, dass es einfach von sich aus läuft. Das wäre schön. Eisen ist zwar auch wichtig, aber ich glaube, ich tausche das mal richtig aus. Genau, transportiert mir alles runter. Die Teile werden nicht verbraucht, das ist schön, nur wenn ich das mache. So, jetzt soll ich mal gucken, gibt es hier noch mehr, was ich machen kann? Nee, gut. Aber ist ja wichtig, ob es noch neue Sachen gibt. Ach, Moment. Hä? Verflucht! Ist das jetzt der Gute oder ist das der Schlechte? Dahin gepackt. Das ist ein Achter. Oh, das ach, das sehe ich. Das ist schön. Das ist ein Achter. Das ist ein Siebener. Eigentlich auch nicht schlecht. Das ist ein Vierer. Das ist ein Schlechter. Dazu hier zu bleiben. Ich komme wieder. Und ich. Ne, ich glaube, das sind die schlechteren tatsächlich noch. Ich lasse dich trotzdem mal kurz hier. Jetzt gehe ich kurz beten und komme dann wieder. Einfach nur, dass die Besten wirklich auch arbeiten. Ja, diese kleinen Stöckchen fehlen mir halt immer gerade.
Die Musik ist super entspannt von dem Spiel. Das Spiel ist einfach super toll. So richtig. Klar, ich komme irgendwie gefühlt wirklich nie rum mit der Arbeit. Ach, was kann ich bei dir eigentlich machen? Ach ja. Ich habe das Aristokratenzeichen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich jetzt habe. Meine gesamte Familie und die 10 besten Jahre meines Lebens ab, um eins zu bekommen. Und du hast keine Schwierigkeiten damit. Du bist wirklich ein außerordentlicher Mann. Also, was die Kathedrale angeht. Okay. Zeremonie. Der königliche Küchenmeister hat die Einladung angenommen. Großartig, beginnen wir mit der Zeremonie. Warten wir zunächst auf unseren wichtigen Gast. Da ist er schon. Hallo, Bruder. Hallo. Als kritischer Küchenmeister zu dieser Zeremonie geladen. Ich freue mich für dich. Wir sollten anfangen, Eure Heiligkeit. Oh, ich bin nervös. Es wird eine ganz normale Zeremonie sein. Nein, ich rede von meinem Bruder. Mir fällt das jetzt auf, wie sehr ich ihn vermisst habe. Liebe Gemeinde, wir sind hier, um für das Wasser der Stadt zu beten. Ja, und beten wir auch für unsere Familie. Nur Familie hilft uns dabei, in dieser grausamen Welt zu überleben und sogar die tödlichste Dürre zu überstehen. Also vergessen wir unsere alten Streitigkeiten, übergeben wir einander. Wir beten für Wasser. Ach ja, klar. Und beten für Wasser. Was für eine tolle Rede. Ich muss mich bei meiner Mami entschuldigen. Es wird wie aus Eimern regnen. Regnet es schon die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Bruder, mein Bruder. Zwei Brüder, dem Händler geholfen, seinem Bruder zu verzeihen. Ich freue mich so für dich. Nein, ich freue mich. Ich freue mich so sehr. Schau, was wir geschafft haben. Unsere Eltern werden so stolz. Okay, Leute, ich sollte euch wohl in Ruhe lassen. Vielen Dank, du bist wahrlich eine große Hilfe. Krieg ich jetzt einen Spiegel? Brauchst du noch einen Spiegel? Ja. Nun gut, nimm ihn. Deine Gabel kannst du auch haben. Hey, habe ich jetzt alles zusammen? Komm, wir müssen so viel nachholen. Ja. Lass mich dir von meinen Reisen erzählen. Ach, was reden wir über unsere Zukunft? Kann ich jetzt noch normales Gebet machen? Übrigens, beim letzten Mal war hier tatsächlich ein Dings. Okay, gut, dass ich es nicht automatisch gemacht habe, weil sonst hätte ich das jetzt nicht fertig. Jetzt haben wir aber alles, oder? Ja, die Kohle, Buch, Gabel. Deswegen war ich eigentlich nochmal hier. Ach ja, nur zu beten. Jetzt will ich mir mal die Zombies anschauen nochmal. Ich müsste eigentlich noch ein paar Zombies machen. Einfach nur, dass ich noch das Eisenerz kriege. Ich habe das ja jetzt erstmal nur. Ich habe immer noch nie. Doch, wir sind weitergekommen in der Quest. In der Hauptquest sind wir weitergekommen. Ich glaube, ich könnte das Spiel jetzt schon beenden, tatsächlich. Am Tag. Keine Ahnung, welchen Tag wir haben. So. Das ist auf jeden Fall der Elfer. Du bleibst mal schön hier. Das ist auch der Elfer, gut. Schauen wir mal, was du so hast. Ach, der ist ja richtig kacke. Mal ein Siemer.
Das war noch mein, das war wahrscheinlich einer meiner ersten. Der hat immer ein 6. Gut, dann haben wir jetzt eine bessere. Steine brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Wenn es hart auf hart kommt, packe ich die einfach hin und fertig. Ja, mit diesen Zombies läuft es. Jetzt kommen wir aber mal hier hoch. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Ich weiß nicht, was mir wichtiger ist. Die Taverne oder... oder dieses Flüchtlingslager, was hier entstanden ist. Ich glaube, ich gehe mal von der Musik ein bisschen runter tatsächlich. Mir fällt auch ein, ich sollte mal gucken, dass ich neue Bienen kriege. Hier? Ich habe vergessen, wo das war. Ah, sieht gut aus. War hier. Tut mir echt leid, dass es nicht drin ist. Flüchtlingszufriedenheit 0,15. Was muss ich hier machen? Neuer Flüchtling. Der freie Ort. Flüchtlingszufriedenheit. Was soll man sich tun? Warum? Ich habe nichts zu sagen, Werther. Meister Allerich, okay. Geisterlaser, okay. Frau Anmut muss ich noch machen. Da fehlt noch was. Die haben wir fertig. Das ist der Liebeslied, ja. Er ist auch fertig tatsächlich. Die, mit die muss ich reden. Flasche Öl. Ah ja, das muss ich jetzt nicht mal das Land abkaufen. Die Fliegenpilzinfusion, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Lass uns einfach machen. Wahrscheinlich kommt da noch irgendwas. Sol hat mir gesagt, bei ihm läuft alles tatsächlich einfach nur über... über Honig. Der... ich habe gar keinen Bock gegen euch zu kämpfen. Er holt sich einfach haufenweise Honig ununterbrochen. Hier könnte ich noch mehr bauen, oder? Holz, Nägel und Bienen. Ja, da fehlen vor allem Bienen gerade. Aber mehr Honig wäre nicht schlecht, weil Honig ist auch nicht so verkehrt. Okay, da kommen Bienen raus. Perfekt. Holz und Nägel brauchen wir. Die Zombies werden glücklicherweise auch nicht angegriffen. Ich hol dann gleich mal das Land. Aber erstmal will ich das fertig machen. Ah. Ich habe bestimmt irgendwo... brauche ich gerade nicht. Die Bienen nehme ich mit. Ich brauche Nägel. Kein Bugs hier irgendwo. Oh, keine Nägel quasi.
Dafür ist auch ein Dings nicht schlecht. Ein Zombie. Ich mag die Snackäpfel, die sind echt cool. Ach, fertig, ich wollte gerade sagen, warum geht hier nichts mehr? Der macht weiter anscheinend. Ich kann gerade nicht weiter optimieren, heute kommt auch wieder eine Leiche. Wenn ich mal inzwischen drin keinen Bock mehr auf Leichenverbrennung habe, ich meine, ich werde es jetzt eh verbrennen, von daher. Es kann unmöglich schon wieder fertig sein. So, da sind noch ein paar Bienen. Okay, jetzt fehlen weiter Bienen. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Honig ich jetzt so nebenbei gesammelt habe. Kuchen lohnt sich leider auch nicht zu machen, weil es kostet halt einfach alles. Aber jetzt will ich mal gucken, also ich will jetzt mal gucken, was es mit Richtung Taverne geht. Aber ich würde erstmal sagen, das war Let's Play Graveyard Keeper für heute. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.